Grüezi, Freunde, herzlich willkommen zurück auf der Map Bottrop in der Version 2.5. Heute möchte ich mit euch die Linie 251 vom ZOB Berliner Straße zur Schneiderstraße fahren. Gefahren wird der MAN Line City. Ich wünsche euch viel Vergnügen. So, dann wollen wir mal gucken. Da sind doch schon die ersten Fahrgäste. Guten Tag. Es ist ja ganz schön kalt hier drin. Na, geht doch eigentlich. Es sind 16 Grad hier drin, mein Freund. Also. Kannst du ein bisschen die Heizung einstellen, aber naja. Ich weiß nicht, dass die immer Sonderwünsche haben, ne? Solange sie draußen stehen, so wie sie sind, frieren sie ja auch nicht. Erst wenn sie in den Bus kommen, komischerweise, ne? Nee. Immer das Gleiche hier, doch. Das haben wir gerne. Aber naja. Gut, was soll man machen? Es ist, wie es ist. So. Kleinen Moment müssen wir noch warten und dann geht die Fahrt los. Oh, sieht so aus, als wenn keiner mehr kommt. Also fahren wir ab. Pferdemarkt. Guten Tag. Lamperfeld. Und wir haben ein Haltesignal. Ups. Hallo. Hallöchen. Ich
Gustav-Ohm-Straße. Parkfriedhof. Eichendorfstraße. Wie gesagt, hier merkt man eher, dass es mehr verbaut wurde, also mehr Häuser. Und mal wieder eine Fehlermeldung. Merkt man schon eher, dass hier mehr verbaut wurde, als hier vorher stand. Hallo. Guten Tag. Hallöchen. Lindenhorststraße. Hermann-Löhn-Straße. Hallöchen. Okay, da war ich ein bisschen zu schnell aufs Gas. Oh Mann, naja, gut. Komm vor. Und weiter geht's. Hölderlinstraße.
Abzweig Haniel. Hallo. Hallöchen. Bischofs Sondern. Gut, ein paar Kleinigkeiten müssen zwar noch verändert werden, wie man sieht. Zum Beispiel diese flackernden Stellen. Und die Tüten, die sich hier im Kreise drehen. Das sollte man vielleicht auch noch ändern. Forsthaus Specht.